Dankeschön. Sehr freundlich, auch zu uns Schweizern. Super, grandios. Ich habe eine Frage an die Herren hier drin. Wer von euch hat schon mal eine falsche Telefonnummer von einer Dame gekriegt? Hände hoch. Der Mann ist ehrlich. Bei mir passiert das ständig, weil ich weiß, ihr Frauen gebt uns Männer falsche Telefonnummern. Stimmt, oder? Ja, das gibt's. Und dann gibt's noch zu, hallo? Aber wie gemein ist denn sowas? Da nehmen wir Männer unseren ganzen Mut zusammen. Wir kommen an der Bar, in der Disco zu euch hin. Wir zahlen euch die Drinks. Wir machen Smalltalk, was schon schlimm genug ist für uns Männer. Wir machen die verrücktesten Dance-Moves. Wir warten sogar extra 2 Tage, bevor wir anrufen und dann... Kein Geschlechtsverkehr unter dieser Nummer. Super, dankeschön. Falsche Telefonnummer. Aber ich habe da was rausgefunden. Da stimmt nämlich nur immer eine Zahl nicht. Weil die Mädels kriegen so auf die Schnelle gar keine ganze Nummer erfunden. Das schaffen die nie. Und wisst ihr was, liebe Männer? Es ist immer die letzte Zahl. 01797506477. Also das nächste Mal, wenn ihr eine falsche Telefonnummer kriegt, einfach die letzte Zahl ändern. Spätestens beim 10. Versuch. Hallo, ich bin's, die Glatze aus Stuttgart. Hallo? Aber trotz diesen Problemen und vielen anderen auch, schaffen es zum Glück immer wieder ganz viele Menschen, ihren Traumpartner kennenzulernen und zu heiraten. Und wenn dann geheiratet wird und die Freundin der Braut erfahren das, bricht Euphorie aus. Oh mein Gott, hast du gehört? Chantal heiratet. Ah, ich bin ja so froh für sie. Ah, das wird eine schöne Braut, sicher ganz in Weiß, mit einer Hochsteckfrisur und einem Schleier. Schön. Wenn die Freunde des Manns erfahren, dass er heiratet, klingt es ein kleines bisschen anders. Mehr so, wie wenn jemand gestorben wäre. Nein, bitte Bruno nicht, verlass uns nicht auch noch, bitte nicht. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ich bin trotz meines fortgeschrittenen Alters nicht verheiratet, das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist sicher, weil ich noch nie eine richtige Telefonnummer gekriegt habe. Ein weiterer wichtiger Grund ist, ich habe ehrlich gesagt noch nie jemanden getroffen, der richtig enthusiastisch über die Ehe gesprochen hat. Noch nie. Noch nie jemand ist zu mir gekommen und hat gesagt, was, du bist nicht verheiratet? Nee, das glaube ich ja nicht. Du weißt ja nicht, was verpasst. Ehe ist das Beste auf der ganzen Welt, du musst heiraten. Nee, sowas höre ich komischerweise nie. Was ich aber immer wieder höre ist... Doch, wir haben es gut, doch, wir haben es, doch. Gut, es hat immer ein bisschen auf und ab, es ist halt wie im richtigen Leben auch. Man muss halt arbeiten an dieser Beziehung. Da wird aber nicht wirklich Werbung gemacht für die Institution Ehe. Stellt euch mal vor, der Verkäufer im Mediamarkt wird seine Fernseher so verkaufen. Doch, der Fernseher, der ist schon gut, doch. Gut, der Empfang ist mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Also, man muss halt arbeiten mit dem Fernseher. Ich glaube nicht, dass der gute Mann irgendwann mal einen Fernseher verkaufen würde. Ich vergleiche die Ehe ja immer mit einer Geschirrspülmaschine. Das erste Mal, als man mit einer Geschirrspülmaschine in seiner Wohnung hatte, war das Beste, was es gibt aus in der Welt. Eine Geschirrspülmaschine, aber schon ein paar Jahre später... Ah komm, ich mach's lieber schnell von Hand. Ja, die logische Konsequenz aus einer glücklichen Ehe sind natürlich Kinder. Jetzt will ich mal eine Reihe von... Wer hat Kinder zu Hause? Oder dabei, oder im Auto draußen? Ist das alles? Hier vorne? Das sind 2 Damen. Großartig, dann funktioniert mein Joke nicht. Scheiße. Irgendwelche Väter hier? Okay, hier werden die Kinder nur mit Frauen gemacht.
dann brauche ich ja nicht hier hinziehen. Nee, aber was mir aufgefallen ist, in meinem Umfeld hat es immer mehr Leute, die die Geburt ihres Kindes gefilmt haben. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es, ein großer Moment für eine frisch gewackene Familie, aber sind wir mal ehrlich, es sieht einfach nicht schön aus. Es sieht mehr so ein bisschen aus wie ein nasser Bernardiner, der sich gerade durchs Katzentörchen zweigt. Und vor allem, wem möchte man es zeigen? Den Verwandten, die jetzt dann zu Pfingsten zu Besuch kommen? So, und vor dem Essen schauen wir noch den 60-Minuten-Zusammenschnitt von Kevins Geburt, hä? Ist harte Kost, war eine Steißgeburt, gar nicht schön anzusehen. Oder man's glaubt, man kann es Kevin natürlich auf den 16. Geburtstag schenken. Hier kannst du mal deinen Freunden zeigen, was deine Mutter für eine schwere Geburt hatte mit deiner großen Rübe. Sowas will man einfach nicht sehen. Und wenn das Kind dann auf der Welt ist, egal wie das Ding aussieht, es ist immer das Schönste und das Beste. Es wird gelogen. Wenn es um Kinder geht, es wird sehr viel gelogen. Aber ich mache da keinen Unterschied. Auch ich muss manchmal lügen, wenn es um Kinder geht. Erst gar kürzlich durfte ich frisch gebackene Eltern besuchen und da muss man halt einfach lügen. Yeah! Nee, da ist er aber süß. Das war wahrscheinlich das schönste Baby, was ich je gesehen habe. Ah, oh, ist er niedlich. Dabei wäre ich am liebsten einfach nur ehrlich gewesen. Verdammte Scheiße! Was ist denn mit dem passiert? Scheiße! Hey, liegt er richtig rum in seinem Körper? Okay. Was habt ihr mit dem gemacht, sag mal? Fangen gelassen oder was? Scheiße, mir tränen die Augen war. Boah, ich kann einfach nicht weggucken, wie ein Unfall, ey. Aber wie du am Telefon gesagt hast, kommt ganz nach der Mutter. Dankeschön, tschüss, schönen Abend.